Ahoi Kapitäne und willkommen zu einer neuen Runde in World of Warships in der North Carolina, dem US-Schlachtschiff Tier 8. Hier haben wir die North Carolina, schönes Schiff, richtig guter Bug vorne, richtig widerstandsfähig, zwei ordentliche Türme da oben drauf. So, wer sich angucken möchte, was ich eingebaut habe, also North Carolina ist natürlich komplett ausgebaut. Und welche Verbesserungen es gilt, sind, der sieht es jetzt hier. Wer sich das genauer angucken möchte, muss einfach nur auf die Pause-Taste drücken. Aber ansonsten North Carolina, ich habe sie auf Secondary auch mitgeskillt. Gibt Leute, die sagen, braucht man nicht. Ich finde es gut, denn auch die North Carolina durch die Captain-Skill-Unterstützung und der Captain hat schon 19 Punkte, also der ist voll ausgebildet, die reißt auch im Nahkampf dann was. Und damit sie das kann, habe ich sie eben auch auf Tarnung geskillt. Das heißt also auch hier nehme ich die 16% voll und ganz mit und sorge dafür, dass die North Carolina auch mal überraschend irgendwo auftauchen kann. Wenn man nicht ständig schießt, macht das durchaus Sinn. So, schauen wir mal im Matchmaking. Sind wir natürlich in einem 10er-Gefecht gelandet. Logisch im Gegnerteam die Yamato, Friedrich der Große, North Carolina, Bismarck, Amagi. Also 5 Schlachtschiffe, wir haben 3 Zerstörer im Gegnerteam und der Rest Kreuzer. So, schauen wir doch einfach mal, wo sind wir hier platziert? Minimap sagt uns, wir sind direkt vor A, der Rest unserer Flotte ist irgendwo zwischen B und C und jetzt ist die Frage, wo fahren wir hin? Man könnte natürlich jetzt erstmal davon ausgehen, dass wir irgendwie Richtung B fahren, aber die Frage ist, ist B so ein gutes Cap? Und die Frage ist auch, was machen unsere Zerstörer? Also wenn wir jetzt erstmal hier in Richtung A so ein bisschen losfahren, abdrehen können wir immer noch. Vor uns die Zao, ganz vorne die Shima. Und die Shimakaze scheint ja A anzusteuern. So, und welcher russische DD jetzt auf welcher Line der bessere ist, da muss ich sagen, das interessiert mich im Moment eigentlich nicht. Mich interessiert jetzt eigentlich dieser japanische DD, der hier vorne Feuerunterstützung braucht. Und deswegen werden wir uns da einfach mal drum kümmern. So, schauen wir mal. Zao fährt auch mit nach vorne und Minimap zeigt auch hier wieder. Irgendwie orientiert sich unsere Flotte da um B herum, so ein bisschen, tja, ich mir den Zerstörer da angucke, nicht wirklich in Richtung B. Ja, jetzt dreht er gerade ein bisschen ein. Na, wie auch immer. Wir wissen auf jeden Fall, auf der gegnerischen Seite ist ein Zerstörer in A gefahren. Denn A wird bereits gecappt. So, Shima fährt jetzt rein und stoppt das Cappen. Und auf der Minimap, und da sieht man auch die Benson. So, Benson gleich genebelt, das ist natürlich schade. So, Shima, komm, triff ihn einmal. Dann weiß ich etwa, wo ich hinschießen muss. Aber, oha, nee, die gehen ganz woanders hin. Gut, dann können wir auf die Benson nicht absetzen und jetzt einfach da irgendwo hinschießen. Hm. Macht natürlich auch nicht Sinn. So, jetzt sind wir kurz entdeckt gewesen. Ist die Benson da aus dem Nebel rausgefahren oder hat uns irgendein anderer aufgemacht? So, da kommen Torpedos. Okay, die haben mit uns nichts zu tun. Tja, und das Einzige, was wir jetzt beschießen können, ist hier Friedrich der Große. Auf über 20 Kilometer, aber dann werden wir das einfach mal tun. Und natürlich geht da jetzt die Mogami auf. Na gut. So. Jetzt werden wir hier einfach mit Vollgas weiterfahren. Weil alles andere, na immerhin ein Treffer. Aber ein Treffer ist ein Treffer und heißt noch nicht Schaden. Na schade eigentlich. So, nee, also wir werden jetzt hier auf jeden Fall mit Vollgas weiterfahren, weil wenn wir vorne abgebremst hätten und dann irgendwie vor der Insel hätten rumfahren wollen, das wäre auch nicht sehr viel schneller gegangen. So, jetzt werden wir mal unser Flugzeug starten. Vielleicht können wir damit die Benson im Cap spotten für unsere Verbündeten, denn die Zao ist auch schon da ganz nach vorne gefahren. Und wer einmal im Zerstörer gesessen hat und eine Zao hatte, der weiß, das ist nicht schön. So, Edinburgh, wollen wir mal gucken. War jetzt ein bisschen knapp mit der Insel, einfach mal draufgehalten. So, und da ist die Benson auch.
hat sich aus dem Cap auch ganz schnell verdrückt. Deswegen können unsere Verbündeten auch A schon cappen. C cappen wir auch gerade noch. Tja, B ist komplett verwaist. So, und da ist wieder die Mogami. Aber auch da auf 18 Kilometer. Das ist natürlich immer eine Entfernung. Also ist recht weit weg. Aber die Salve kommt gar nicht schlecht. Jetzt dreht er sich raus. Naja gut, okay. Ein bisschen über 4000. Nehmen wir mit. So, jetzt schauen wir doch mal. Die Zau ist da, statt der Benson hinterher zu fahren und Druck zu machen, stehen geblieben. Wir versuchen nochmal die Mogami da hinten rauszunehmen. Auch wenn es nun von der Entfernung her nicht unbedingt das Beste ist, aber... Ah ne, die Tirpitz hat es getan. Okay, dann ist die Mogami also raus und jetzt können wir gucken. Ja, wir sind entdeckt. Wer wird uns wohl aufmachen, wenn wir hier hinter der Insel gegenüber allen anderen sind? Also die Benson ist immer noch hier irgendwo. Und da ist sie. So, 10 Kilometer. Okay, da werden wir jetzt mal volle Breitseite nehmen und sehen, dass wir auch die hinteren Geschütze mit einsetzen können. Weil wenn wir den jetzt einmal treffen, dann tut es ihm schon richtig weh. Und Zao und Shima können dann auch weiterhelfen. Und die anderen Verbündeten auch. Naja gut, okay. 1300, das ist jetzt nicht wirklich der Treffer des Jahrhunderts. Aber als Zerstörer heißt es nur haben und nicht haben. Und 1300 weniger. Ja, und jetzt ist er auch raus. Super. So, Benson ist weg. Dann können wir uns jetzt anderen Kollegen da drüben widmen. Wir sind in Front. Ja, wir haben A. B ist immer noch nicht gecapped. Dann werden wir jetzt einfach mal gucken, dass wir hier auf B eindrehen. Manchmal hat sowas ja auch so eine Initialwirkung. So, Des Moines ist weit weg. Da macht es auch keinen Sinn, hinterher zu schießen. Das sieht eigentlich schon ein bisschen witzig aus, was da auf C gerade passiert. Diese Flotte, die gegnerische Flotte, scheint unseren beiden Schiffen, die da auf der H-Linie sind, auf den Pelz rücken zu wollen. Was aber bedeutet, dass sie komplett sich selbst aus dem Spiel nehmen. Also die müssten eigentlich taktisch jetzt, genau wie wir es tun werden, Richtung B drücken. So, wenn wir ein bisschen über den Berg schießen, Friedrich der Große, vielleicht treffen wir was. Vielleicht nicht, ist egal. Besser als einfach nur zu fahren, ist dieser Versuch in jedem Falle. Na guck mal. Immerhin ein Trefferchen, aber auch nur abgeprallt. Na gut. So, wir werden also jetzt hier Richtung B fahren. Und wenn Schlachtschiffe dann Richtung B fahren, dann, wenn alle anderen eben auch auf die Minimap gucken, sehen sie das. Und manchmal folgen dann auch Kreuzer und Zerstörer. In unserem Fall fahren sie sogar vorweg, das ist super. Und sie fühlen sich vielleicht auch dadurch unterstützt, dass jetzt auch die Tirpitz mit dabei ist. Also das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. So, und die anderen, wie man auf der Minimap sehen kann, die drücken eben nicht Richtung B. Und das könnte taktisch für uns ein echter Vorteil sein. So, die Amagi. Und da haben wir jetzt die Kabaros. Das ist natürlich immer ein ganz, ganz ekliger. Ah, aber Amagi fährt schön breitseitig. So, dann nehmen wir jetzt mal nur die vorderen Geschütze. Shima ist auch noch da. So, Amagi 10.000 weniger. So darf das gerne sein. Und mal gucken, was der macht. Den werden wir mal im Auge behalten. Oh, der fährt weiter. Hat ein bisschen eingedreht, aber fährt weiter auf der Linie. So, jetzt können wir nicht ganz so weit vorhalten, wie vielleicht notwendig wäre, aber dann schießen wir gegen Berg. Also nehmen wir mal in Kauf, dass wir die Amagi nur hinten treffen und nicht wunderbar in der Mitte. Oh, hinten bringt er nochmal 4000. Das ist doch schon ganz nett. So. Nebel. Unsere Amagi fährt da auch mit rein, was die Akatsuki da uns nebelt. So, Khabarovsk. Werden wir auch natürlich gleich mal aufs Korn nehmen, weil, wie gesagt, der kann ganz schön eklig sein.
Das ist ein böser, böser Zerstörer. Und da schauen wir doch mal, dass wir vorne und hinten absetzen können. So, und da gibt es dann mal 3900 in die Kameras. Und das tut auch ihm ein bisschen weh. So, jetzt hat er uns angesteckt, das ist egal. Wir bleiben bei der Kaba. Weil der kann, wie man auf der Minimap sehen kann, der kann nicht um die Insel rumfahren. Da kommen unsere Verbündeten. So, gleich haben wir nachgeladen. Da steht er und dann kriegt er nochmal. So, und noch einen hinterher. Gegnerischer Zerstörer versenkt. Ja, und da ist die Kabarovsk auch raus. So kann's gehen, mein Lieber. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben 4 Schiffe verloren, die anderen haben 5 Schiffe verloren. Wir sind 100 Punkte in Front. Haben jetzt auch noch B. Das sieht doch ganz gut aus. So, Yamato. Na, der soll uns lieber nicht breitseitig kriegen. Das ist nicht ganz so schön. Ja, jetzt sind wir durch Flugzeug aufgemacht. Okay. Dann können wir jetzt auch schießen. Ich wollte sonst eigentlich ein Stückchen weiter nach vorne fahren und dann erst schießen. Ui, aber die Yamato scheint richtig schnell unterwegs zu sein. Das gab auch wieder nur einen Abpraller. Okay. Vielleicht kommen wir noch ein zweites Mal ran. So, wenn wir unseren Flieger starten, um da im Auge zu behalten, was da hinter der Insel alles vorgeht. So, Friedrich der Große. Auch mal gucken. So, das müsste so in etwa hinkommen. So, und da haben wir noch eine Kutuzov und eine North Carolina. Die Des Moines hier auf 9 Kilometer. Ja, und Friedrich hat scheinbar gar nichts abbekommen von uns. Schade eigentlich. Na gut. So, jetzt sind wir durch Radar entdeckt. Ja, das könnte die Des Moines sein. Das könnte die Kutuzov. Naja, wer auch immer es ist. Wir sehen jetzt mal zu, dass wir hier breitseitig einmal der North Carolina einen mitgeben und dann aber gleich weiter drehen. Ah, und da kommt es auch schon von ihm. Na gut, 5600. Da wollen wir noch mal schauen, was wir so drauf haben, wenn wir so zurückschießen. So, Torpedos laufen. Und da gibt es dann mal 16.700 auf die North Carolina. So, den Kurs werden wir jetzt erstmal hier beibehalten. Kutuzov ist raus, das heißt aber nicht, dass die Kutuzov nicht noch Torpedos abgeworfen hat. Und die haben auch eine Laufleistung von 8 Kilometern, also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. So, da kommt der nächste Angriff von der NC und unsere Antwort. Ja, also das ist bei uns alles so ein bisschen abgeprallt. Und ihn kostet es nochmal 9000. Ja, und da kommen auch schon Torpedos. Das dürfte von der Kutuzov sein. Also wenn wir jetzt hier mal nicht eindrehen, sondern einfach so mal weiterfahren. Ah, jetzt mischt sich die Bismarck auch noch ein. Okay. So, North Carolina schießt jetzt auf unsere Mogami. Jetzt ein Turm hinten und jetzt drehen wir doch ein. Torpedos sind weg und nochmal 2 Türme vorne. Oh, die sehen nicht schlecht aus. Jo, und da ist die North Carolina raus. So, jetzt werden wir hier einfach mal drehen. Denn die Amagi vorne bietet sich jetzt als Ziel der Bismarck an. Dann können wir das jetzt einfach mal machen. Jetzt sind wir auch aus. Und das ist eben der Vorteil des Skills, des Kapitän-Skills. Jetzt sind wir eben nicht zu sehen. So, Yamato breitseitig. Jetzt wissen wir ja, der ist ein bisschen schneller unterwegs. Also weiter vorne hingehalten. Ja, die Richtung war schon nicht schlecht. Dort sitzen die Zitadellen. Direkt unter den Geschützen. Aber das war natürlich jetzt nicht so schön. Also auf 14 Kilometer kann man besser treffen. So, Des Moines. Schauen wir doch mal. Wo willst du hin? So, wir haben gleich nachgeladen und der dreht in diese Richtung. So, Salve läuft. Und... ah, naja. Haben wir das, was er hatte, noch halbiert.
So. Gleich ist es soweit. Wir starten wieder unseren Flieger, um einen ganz guten Überblick zu bekommen. Ui, da kriegen wir hier von der Seite. Oh, unsere Amagi hat uns einen mitgegeben. Ja, okay. Und dafür haben wir der Moin einen mitgegeben. So, und jetzt haben wir hier die Wahl. Bismarck-Breitseite zeigen oder Yamato-Breitseite zeigen. Und das ist keine Frage. Da zeige ich lieber der Bismarck die Breitseite als der Yamato. So, eben waren wir noch 5, jetzt sind wir 4. Und die anderen sind eben noch 2. Wir sind gut in Front. Das sollte ja alles überhaupt kein Thema sein. So, nochmal 8,5 auf die Yamato. Schön eindrehen. Und dann sind es eben auch nur 4,8. So, da hat unsere Secondary auch schon ein bisschen was gemacht. Jetzt werden wir auch die Yamato gleich markieren. Ja, nun brennen wir. Okay, da muss man dann durch als Schlachtschiff. Man muss dann auch einen Brand mal einfach ertragen. So, Yamato, dann gibt es jetzt hier nochmal vorne ein. Wollen wir mal gucken. Da unter die Türme soll er hin. Jawohl, Basis verteidigt. Einen auf die Zitadelle und 21.000. Das tut auch eine Yamato weh. So, und weiter nach vorne. Richtig ran an die Yamato. Bug nach vorne. Jetzt die Frage, fahren wir links vorbei, fahren wir rechts vorbei? Nö, wir bleiben einfach geradeaus. Der fährt ja noch ein Stückchen weiter. Der wird da weiterrutschen. So, und sobald das Bergzeichen aus ist, vor der Türme haben wir wieder nachgeladen. Sobald jetzt das Inselzeichen aus ist, da ist es soweit. Entdeckt, ja, und da sind die Türme und da gibt es jetzt einen. Und das sind zweimal auf die Zitadelle, einmal die Basis verteidigt und einmal eine Yamato weniger. Sehr schön. So, jetzt müssen wir bloß gucken. Wir sind jetzt nur noch zu zweit. Das ging jetzt auch recht fix. Und die Bismarck gegen die Amagi. So, und jetzt kommt hier diese Insel. Na, schaffen wir das? Kommen wir hier rum? Na komm, komm. Nee, bleiben wir hier tatsächlich stecken. Na los. Sieh zu, sieh zu, sieh zu. Denn auf der Minimap kann man ja gut erkennen, unsere Amagi fährt da direkt breitseitig vor der Bismarck längst. Also warum er das jetzt macht, das ist mir ein absolutes Rätsel. So, über den Berg kommen wir nicht, über die Insel. Aber wieso fährt der so breitseitig da vor der Bismarck? Das ist doch nur, also jetzt einmal eine richtig gute Salve. Bismarck scheint rückwärts zu fahren. So, Secondary der Bismarck arbeitet ja auch, nicht ohne Grund. Muss man da, ja, schauen wir mal, vielleicht kommt ein Teil rüber. Ja, Hälfte kommt rüber. Ah, nimmt ihm aber nur 1300 ab. Ja, und eben, ja, das war's. Und jetzt sind wir plötzlich 1 gegen 1. So, werden wir gleich mal unser Flugzeug starten, um die Bismarck aufzumachen. Und der baut gerade neu auf. Okay. So. Ja, im Chat MC Thanks. Ja, witzig. Vielleicht hast du nicht gesehen, dass da eine Yamato war, aber okay. Ich hätte dir gerne geholfen, aber wer so fährt, also na gut, wie auch immer. So, wir werden das anders machen. Wir geben jetzt der Bismarck ordentlich einen vorne drauf. So, haben selber 12.000 kassiert, aber auch ein bisschen ausgeteilt. Und jetzt heißt es hier Bug gegen Bug. Und jetzt haben wir einen riesen Vorteil. Wir führen in den Punkten. Das heißt also, wenn wir jetzt diese Bismarck rammen, sind wir zwar beide raus, aber wir haben gewonnen. Also heißt es ran da, sodass unsere Secondary wirken kann. Und so, da vorne schön ein auf den Bug. 10.000 hat er noch und da ist die Krake freigelassen und die Bismarck ist raus. 142.345 Schaden gemacht mit 73 Zieltreffern, 2 Flugzeuge abgeschossen, 5 Schiffe versenkt, 3-mal auf die Zitadelle, das war 3-mal die Yamato. 2-mal die Basis verteidigt, 1 Eroberung unterstützt und ja, Secondary, gut, 13 Treffer, ist jetzt nicht der Wahnsinn, aber immerhin, haben und nicht haben. Ja,
Das war die North Carolina und es zeigt, wie hart der Bug der North Carolina sein kann. Also selbst wenn eine Yamato da vorne drauf hält, kann man eben Glück haben, dass sie nicht sofort durchschlägt, sondern dass auch da mal einfach ein paar Abpraller dabei sind. Schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie wir uns in der Teamwertung geschlagen haben. So, in der Teamwertung sind wir auf 1 mit 2163 Basiserfahrung. Das ist doch eine schöne Geschichte. Krake freigelassen, 5 Schiffe versenkt. Ja, das bringt natürlich auch ein bisschen was. Nee, also wunderbar. Auf der Gegenseite die Yamato auch mit über 1200. Auf unserer Seite noch die Mogami mit über 2000. Also sehr, sehr schön. So, schauen wir nochmal. Yamato 50.000 abgenommen. North Carolina fast 40.000. Der Bismarck nochmal fast 20.000. Die Kavarost auch 9.000, fast 10.000. Und die Des Moines, ja gut, okay, mit 5,5. Ein bisschen abgestaubt. Ja, ansonsten, ich fand wieder eine schöne Runde. North Carolina durchaus fahrenswert. Macht echt Spaß. Auch wenn man mal als Achter in ein Zehnergefecht kommt, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern gegenhalten und ordentlich den Austeiler machen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, schreibt in die Kommentare, was ihr vielleicht sonst noch mal sehen wollt und dann freue ich mich aufs nächste Mal.